Guten Abend, Herr Laschet. Guten Abend, Frau Maischberger. Herr Laschet, wem geht es im Moment schlechter? Der CDU oder der katholischen Kirche in Köln? Ich glaube, die katholische Kirche in Köln hat schwerere Zeiten im Moment. Sie sind ja ein gläubiger Katholik, bekennender katholischer Christ. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie hören, dass alle 10 Minuten in Köln ein Katholik aus der Kirche austritt? Das ist nicht schön. Es beunruhigt einen auch. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass da auch wieder schnell Vertrauen zurückgewonnen wird. Was geschehen ist, wird ja niemand ungeschehen machen können. Aber dass man erkennbar macht, der Kern dessen, für das man sich engagiert, ist etwas anderes. Und da ist Transparenz halt besonders wichtig. Und jeder, der da geht, ist einer, der auch bei der Veränderung oder der Reform der Kirche fehlt. Wer nicht geht, ist Ihr Erzbischof, Herr Wölki, der die Aufklärung verzögert. Und wenn wir gerade von Verantwortung und Vertrauen sprechen, sagen viele, er trägt die Verantwortung, muss er gehen. Nein, das will ich ganz bewusst nicht bewerten. Es gibt auch eine besondere Stellung zwischen Ministerpräsident und den Kirchen. Und dass man sich jetzt da einmischt, wer welche... Nicht als Ministerpräsident, sondern als Katholik. Ja, doch, aber man äußert sich immer als Ministerpräsident, wenn man es ist. Das will ich schon der Kirche selbst überlassen. Na gut, morgen kommt der Aufklärungsbericht. Dann wollen wir sehen, ob da jemand seinen Hut nehmen muss. Ja, aber ich finde nicht, dass Politiker kommentieren sollten. Die haben selbst genug Probleme und haben genug zu tun. Stimmt. Die Kirche muss das für sich selbst aus eigener Kraft leisten. Gut, dann kommen wir zum Thema Politik. Vertrauen, Verantwortung ist etwas, was Sie zurückgewinnen müssen als CDU. Es gibt 2 herbe Wahlniederlagen jetzt am Wochenende. Es gibt Umfragen, die CDU abstürzen sehen, unter 30%. Wer trägt dafür die Verantwortung? Na ja, gut. Also erstens mal waren es Landtagswahlen, soll keine Entschuldigung sein. Aber die Wähler haben 2 sehr populäre, in der Krise agierende Ministerpräsidenten wiedergewählt. Das ist erstmal das Faktum. Und man kann nicht aus der bundespolitischen Sicht sagen, irgendeine Partei hat da besonders profitiert. Also es ist kein Wahlsieg für die SPD, denn die hat in Baden-Württemberg 11%. Es ist kein Wahlsieg für die Grünen, denn die haben in Rheinland-Pfalz 8%. Eins ist klar, wir haben verloren. Genau. Nämlich in beiden Ländern 2 bis 3, 4%. In Baden-Württemberg ist das Verdienst von Winfried Kretschmann, der gut regiert hat, natürlich auch eines, wo die CDU Teil der Regierung war, aber wo man gemerkt hat, in der Krise landen die Pluspunkte beim Regierungschef. Das erlebt die SPD ja zuweilen auf der Bundesebene. Mhm. Und ich glaube, die müssen sich jetzt ordnen und kramen. Aber Sie suchen überhaupt gar keine Verantwortung bei der CDU. Carsten Linnemann, der ist Chef des Wirtschaftsflügels, der hat das einfach mal ganz deutlich gesagt. Er sagt, die Gründe liegen ganz klar im Corona-Management der Regierung. Hat er recht? Ich glaube, die Gründe liegen vielfältiger. Aber auch im Corona-Management? Natürlich, natürlich ist im Moment niemand zufrieden. Also es gibt viele Leute, die sagen, die Maßnahmen waren alle zu streng und das Management funktioniert nicht und dann kommt noch Korruption dazu. Ja, so ist ja die Wirkung auf manche Leute. Ein bayerischer Justizminister. Man muss jetzt jedes Beispiel einzeln ansehen. Die noch vor Wochen gesagt haben, die Maßnahmen waren zu streng, merken jetzt, die Zahlen steigen wieder an. Also wird das vielleicht wieder neu bewertet. Das zweite Frage, Management. Ja klar, da ist vieles nicht optimal gelaufen, muss man sagen. Und jetzt muss man einfach besser werden. Es ist auch kompliziert. Der Gesundheitsminister hat den schwersten Job überhaupt. Jeden Tag neue Dinge. Jetzt AstraZeneca, wo er reagieren muss. Aber das erhöht nicht die Stimmung, dass ein Wohlgefühl durch die Bevölkerung geht. Die Frage ist, wie man in so einer schwierigen Situation tatsächlich Vertrauen verlieren kann. Also nehmen wir mal Beispiele. Das erste Beispiel ist das Impfen. AstraZeneca, seit Montag gibt es den Impfstoff. Wir hören heute von der WHO, dass sie sagt, nein, das ist ein sicherer Impfstoff. Das sollte man nicht stoppen, sondern weiterverwenden. War dieser Stopp also ein Fehler? Das ist... ich könnte es aus dem Bauch beantworten. Und wenn ich das höre, 7 Fälle auf 1,5 Millionen verimpfte Dosen, wenn ich die Weltgesundheitsorganisation höre, auch die Europäische Arzneimittelagentur, sagen die alle, ja, es gibt immer Nebenwirkungen, man hätte weiter impfen sollen. Mhm. Was sagt aber ein Minister, Jens Spahn, wenn der Chef des renommierten Paul-Ehrlich-Instituts in Berlin ihm rät, du musst es stoppen,
Es kann Todesfälle geben. Da kann Politik gar nicht anders, als der Wissenschaft zu folgen. Und hätte er es umgekehrt gemacht, hätte gesagt, interessiert mich nicht, Paul-Ehrlich-Institut, es wird weiter verimpft. Und ein einziger wäre dann noch gestorben, wäre es seine Verantwortung. Und deshalb finde ich den Weg jetzt richtig, sehr schnell Klarheit über die Europäische Arzneimittelagentur, die das ja morgen noch einmal prüft. Dann gibt die eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten und dann, finde ich, sollten alle Mitgliedstaaten ähnlich reagieren, je nachdem, was sie empfiehlt. Das Problem ist, die Mitgliedstaaten sind ja jetzt einfach genau unterschiedlich. Österreich zum Beispiel impft weiter und wir waren unterschiedlich. Also am Freitag war das noch ein toller Impfstoff, für den man werben musste. Am Montagmorgen hat noch Markus Söder gesagt, man solle sich damit als Politiker, als Vorbild impfen lassen. Und am Nachmittag hieß es, das ist ein Stopp. Wissen Sie, was Sie, auch wenn es nicht absichtlich ist, was das anrichtet, ja, im Vertrauen der Menschen. Ja. Wer soll denn das jetzt noch wollen? Ist so. Es ist in jeder Hinsicht schiefgelaufen. Allein, dass die europäischen Staaten nicht gemeinschaftlich entscheiden. Die Dänen haben angefangen, dann haben es die Nächsten ausgesetzt. Die Franzosen sagen, sie haben nur, weil Deutschland das gemacht hat. Warum nicht die Europäische Arzneimittelagentur fragen, deren Empfehlung folgen? Es gibt bei jedem Medikament, bei jedem Impfstoff Nebenwirkungen. Und die Frage ist, mir haben viele Bürger geschrieben, das ist mir egal, die Nebenwirkung, ich will vor Corona geschützt werden. Ist ja eine berechtigte Abwägung, die man da hat. Und deshalb muss da schnell Klarheit sein, einheitliche europäische Sprache, das ist meine Grundidee bei all diesen Dingen, keine nationalen Alleingänge. Und in Deutschland, ja, eigentlich dem folgen, was die Wissenschaft sagt. Aber es wird ja jetzt alles gut, weil Olaf Scholz hat uns versprochen, dass der Finanzminister, es wird demnächst 10 Millionen Impfungen pro Woche geben. Angela Merkel und Jens Spahn sagen, trotzdem bleiben wir bei unserem Impfversprechen. Sie haben ja am Ende dieser Woche noch einen Impfgipfel. Wie wäre es, wenn Sie mal thematisieren, dass man da auch über Versprechen redet und die Frage, wer wann was verspricht? Auch wahr. Man sollte weniger versprechen. Man sollte nicht allzu oft Daten nennen, weil wir alle jetzt gelernt haben, manches lässt sich einfach zum Datum nicht erfüllen. Wenn man 1. März sagt, muss es dann auch der 1. März sein. Oder das man sagt gar nichts und dann freuen sich alle, wenn es da ist. Ist ja viel besser, dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Und dann soll jeder Minister, wäre auch schön für die gesamte Regierung, jeder bei seinem Ressort bleiben. Der Finanzminister hat genug mit der Finanzaufsicht zu tun, mit Wirecard. Warum muss er Impfdosenmengen ankündigen? Und wenn sie da nicht kommen, sagt er, ist Jens Spahn schuld. Also die Regierung muss jenseits von Parteipolitik, weil es keine parteipolitische Frage ist, gut regieren. Wir sehen es da in den Ländern, 16 Ministerpräsidenten, unterschiedliche Parteifarben, aber die Debatten gehen nicht da die SPD, da die CDU. Es gibt in der SPD manche, die sagen so, da denke ich eigentlich, hat er recht. Oder es gibt andere, die in der CDU oder in der CSU unterschiedlicher Meinung sind. Diese Pandemie sollte man, auch wenn Wahljahr ist, aus dem parteipolitischen Streit raushalten. Das gelingt nicht, das halten wir trotzdem mal fest. Weil, ich will es immer wieder sagen. Da kommen wir gleich aber noch mal dazu. Aber wenn man über das Impfen redet, muss man natürlich über die Schuld auch reden. Am Impfdebakel, das muss man ja so sagen, wer hat Schuld? Und wer muss Verantwortung übernehmen? Es gibt den Kollegen Markus Blume, CSU, Generalsekretär, also ihre eigene Union. Der sagt, es wurde zu spät, zu langsam, zu wenig bestellt. Man muss deutlich sagen, es sind wohl Fehler im Bundesgesundheitsministerium passiert. Also Jens Spahn ist verantwortlich. Wie soll er sich seiner Verantwortung stellen? Nicht hilfreich. Das ist ein Merkel-Satz, ne? Was? Nicht hilfreich? Ja. Ja, es ist aber auch nicht hilfreich. Und wer zu spät bestellt hat, war nun nicht Jens Spahn. Wir haben ganz bewusst entschieden, es wird durch die Europäische Kommission bestellt. Mhm. Und das ist nach wie vor richtig. Denn wenn die 27 Mitgliedstaaten sich noch gegenseitig überboten hätten, ausgetrickst hätten, jeder seinen eigenen Weg gegangen wäre, wäre es nicht besser. Warum macht er das dann, der Herr? Das weiß ich nicht. Das ist ja ein Parteifreund von Ihnen eigentlich. Ja, ich finde es nicht gut. Finde es nicht gut. Das weiß er aber. Dann kommen wir doch mal zu dem, was die Bürger auch beklagen. Wenn es ums Impfen geht, ist es nicht nur die Bestellung, sondern es ist die Frage, wie schnell kommt die Impfung an den Mann. Wir hatten letzte Woche hier den leitenden Impfarzt Kölns, Jürgen Zastrow. Und der hat erzählt, was er machen muss, wenn er im Prinzip seinen Job tun möchte. Das war dann so.
haben also da erlaubt, tatsächlich ne? auch beständig gegen Erlasse verstoßen. Und nur wenn ich sozusagen, ich bin in erster Linie Arzt und ich habe medizinische, epidemiologische Überlegungen. Und dazu gehört zurzeit leider auch der Mut, das zu machen, wo möglichst viel Impfstoff in möglichst vielen Menschen kommt. Mhm. Und wenn ich da gegen irgendwas verstoßen muss, dann tue ich das leider auch. Der leitende Impfarzt in Köln sagt, ich kann meinen Job nur tun, wenn ich gegen Vorschriften verstoße. Was um Gottes Namen ist das denn, wenn nicht ein Skandal? Ja, wir haben eine gigantische Impfbürokratie, die viel zu kompliziert ist, ja. weil man allem gerecht werden will. Es ist März. Wir haben im Dezember angefangen zu impfen. Es ist erstmal das, was er tut, halte ich für verantwortbar, weil er als Arzt weiß, was vor Ort mit welcher Menge passieren muss. Aber wir als Politik haben gesagt, die Empfehlungen der Impfkommission, erst die über 80-Jährigen, erst die Alten- und Pflegeheime. Ja, aber selbst die über 80-Jährigen sind ja noch nicht geimpft. Ja, aber ziemlich weitgehend schon. Boah, die Alten- und Pflegeheime sind fast. Herr Wickert hat jetzt noch ein Ich bin noch nicht 80. Nein, es mag passen, aber es natürlich gibt es Fälle, wo es noch nicht gelungen ist. Ich habe jetzt für mich eingeführt, es gibt, also wir haben bei uns einen extra Einzelfallparagraphen gemacht, wo Menschen, die durch den Rost gefallen sind, die durch irgendwas nicht erfasst sind, es gibt die unglaublichsten Schilderungen, die Menschen ihnen schreiben, warum sie nicht dran sind. Ja. So, und ich habe jetzt gesagt, es gibt diesen Paragraphen, jeder, der mir, ich will jetzt nicht, dass mir Millionen schreiben, aber jedem Fall nachgehen und dem örtlichen Gesundheitsamt sagen, entscheid das möglichst zeitnah, der Fall scheint ernst zu sein. Es muss belegt werden und dann muss man das machen. Mhm. Aber die Prioritätensetzung ist halt über 80 Alten- und Pflegeheime. Es geht auch, jetzt sagt es der 79-Jährige, ich bin vulnerabel, ich bin wirklich krank oder ein 81-Jähriger super fit. Also es passt nicht immer auf Nein, alles. Es ging auch um die Frage, wie viele Spritzen kann man aus der Ampulle ziehen? Es ging um die Frage, darf man mit dem Impfstoff noch wohin fahren? Lauter solche Dinge hat er einfach. Wie viele Spritzen darf man ziehen? Es gibt ja einen in Bergisch Gladbach, der 7 aus einer Dosis zieht. Er auch. Machen. Aber am Anfang war das nicht. Ja, aber dann muss man pragmatisch rangehen und sagen, machen. Wenn ihr es könnt, wenn es verantwortbar ist, macht es. Nicht trotzdem immer Rückfragen, nicht die ganze Bürokratie immer. Sie sind die Bürokratie von oben. Ja, Sie können deshalb sage ich aber unten, abschaffen. Wenn ihr es besser wisst, wenn ihr es recht ein Arzt mit dem Eid des Hippokrates ausgestattet, der kann das im Zweifel besser beurteilen als ein Beamter. Okay. Nächstes Beispiel. Da geht es wirklich dann um die Frage, wie vertrauensvoll sind die Politiker, wenn es darum geht, Maßnahmen, die alle gemeinsam mal beschlossen haben, wirklich umzusetzen. In Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Beispiele. Angefangen hat es mit Düren, wo man sagt, hier ist die Inzidenz im Landkreis 131, in der Stadt Düren 240. Die Schuldezernentin und der Kreis wollte die Schulen schließen und es wurde ihnen vom Schulministerium hier in Nordrhein-Westfalen untersagt. Wir wollten gerne die Schuldezernentin des Kreis Düren, Sibylle Hausmann, einmal mit dem, wie sie darauf reagiert, in diese Sendung holen. Ich bin fassungslos, dass das Land und insbesondere das Schulministerium die Kinder und Jugendlichen und die Menschen im Kreis Düren dermaßen im Stich gelassen hat. Sie müssen sich nur vorstellen, es werden jetzt ab Montag wieder Hunderte von Schülerinnen und Schülern in die Stadt kommen. Sie werden sich hier aufhalten, sie werden mit dem Bus fahren, sie werden durch die Stadt gehen. Das alles wird dazu beitragen, dass es sehr viel schwerer wird, das Infektionsgeschehen hier in der Stadt wieder in den Griff zu bekommen. Diese Frau ist verzweifelt. Sie sagen, der Arzt soll das machen, weil der weiß ja, was geht. Sie weiß es vielleicht auch. Warum Nein, sie darf weiß sie es nicht. Sie weiß nicht? Es nicht, weil da die Abwägung erforderlich ist. Man muss wissen, dass manche Kinder zwischen Weihnachten und wenn man ihr gefolgt wäre, bis Ostern nicht mehr in der Schule waren, von niemandem mehr gesehen wurde. Wir haben Kindeswohlgefährdungen und vieles andere mehr. Ja. Und das hat die Ministerpräsidentenkonferenz und die 16 Kultusminister parteiübergreifend dazu gesagt, wir öffnen wieder die Schulen. Ja. So, das ist der eine Schritt. Mit Abstand, mit Wechselunterricht, mit all den Schutzmodellen. Zweitens, dieser Fall Düren ist etwas unglücklich. Ich bin dem bis ins Detail nachgegangen. Im bürokratischen Kommunizieren abgelaufen. Wir sind inzwischen mit dem Landrat im Gespräch. Wenn ein Kreis so deutlich über 100 ist und er alle Maßnahmen für den Kreis ergriffen hat, kann er auch Schulen und Kitas schließen. Was nicht geht, ist, dass einem nichts mehr einfällt, alles offen bleibt
und man bei Schule und Kita beginnt. Und da hat auch der Bundespräsident und viele andere jetzt noch mal ermahnt, wir hatten uns darauf verständigt, Schule und Kita als erstes zu öffnen mit und als letztes zu schließen. Mit guten Konzepten. Ja, das ja. muss ich jetzt mal als Mutter sagen. Mit guten Konzepten. Es gibt keinen richtigen Wechselunterricht, weil die Lehrer überhaupt gar nicht zahlreich genug sind, um das zu machen. Es gibt keine Teststrategien an den Schulen. Es gibt keine richtigen Online-Formate, die garantieren, dass in der Schule Kinder und zu Hause gemeinsam oder gleichzeitig oder hintereinander unterrichtet werden. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt haben sie in Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, ich reg mich gleich wieder ab. Und in Nordrhein-Westfalen kommt jetzt dazu, dass jetzt auch noch die Städte wie Dortmund und Duisburg und Düren gegen die Landesregierung aufbegehren. Die wollen alle die Schulen zumachen. Die Landesregierung sagt nein. Egal, wer recht hat. Wie vertrauensvoll ist das denn, dass Sie auf offener Bühne dann auch noch streiten? Das ist nicht vertrauensvoll. Und deshalb bin ich dafür und habe mich auch dafür eingesetzt, geordnetes Verfahren. Das ist alles andere als geordnet gerade. Ja, darf ich Ihnen schon kurz zu den beiden Feldern was sagen? Dortmund hat eine Inzidenz von 72. Und der Oberbürgermeister macht nichts. 91 habe ich heute 72 gesehen. Gestern. Heute kenne ich den Stand nicht. Als er es beantragt hat, 72. Duisburg sein, 122. Moment mal, Frau. Ja, okay, Entschuldigung. Mit 72 sagt der Oberbürgermeister, ich lasse alles offen und schließe die Schulen. Das geht nicht. Und der Duisburger, weil ich gestern überall Duisburg gelesen habe, Duisburg, habe ich heute den ganzen Tag recherchiert und um 16.33 Uhr mit Tag heute ist eine E-Mail eingetroffen, wo der Antrag ging. Okay, was ist das Das denn? Geht nicht, ja, dass wieso, man als Verwaltungschef per E-Mail, per Twitter, per irgendwas verkündet, ich mache einfach die Kitas zu. Wir müssen dazu kommen, prüfen, was ist die erste Maßnahme und dann kann auch geschlossen werden. Ja. Ist doch klar. Trotzdem gibt es eine Verabredung, die Sie getroffen haben mit anderen Ministerpräsidentinnen und mit Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Da gibt es eine Notbremse, das ist die 100. Im Moment steigen die Zahlen überall. Man hat einfach das Gefühl, wenn Sie sich schon nicht mal in einem Bundesland quasi mit Ihren eigenen Kommunen und Städten einigen können, wie das auszulegen ist und Hand zu haben, dann brauchen Sie sich auch gar nicht mehr zu treffen, um diese gemeinsamen Verabredungen zu treffen. Die Regel gilt, mit jedem Kreis wird das verabredet, welche Zusatzmaßnahmen ergriffen werden. Schule war dabei übrigens nicht betroffen, aber trotzdem muss man auch Schulen schließen, wenn die Inzidenz zu hoch ist. Nur, dass man einfach... Gewinnt man damit Vertrauen? Ja, aber wie wollen Sie es denn machen, Frau Maischberger? Man muss gemeinsam. Ja, aber wenn ein Oberbürgermeister einfach verkündet, und das wirkt ein wenig parteipolitisch, weil es auch eine Sondersitzung des Landtags geben soll am Freitag, ich kann nur als Regierungschef darauf achten, kommt mit fairen Argumenten, wägt das ab, lasst nicht die Baumärkte auf und die Schulen zu. Mhm. Frau Giffey hat uns gelehrt, wie empörend ist denn das, dass die Hundeschulen aufhaben und die anderen Schulen zu haben. Man muss sich auf irgendetwas verständigen. Ja, und Kinderbildung muss Priorität haben. Vertrauen ist ja das Thema, womit wir angefangen haben, und Verantwortung. Sie haben mit dem großen Wort des Vertrauens Ihre Wahl als Parteivorsitzender gewonnen, mit der Bergmann-Münze Ihres Vaters in der Hand. Und Sie haben dazu zitiert, er hat gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Nach den Landtagswahlen gab es eine Umfrage von CIVAI. 73,1% der Deutschen und sogar 72,5% der Unionsanhänger sagen, als Kanzlerkandidat sehen sie sie nicht. Was denn, wenn das Vertrauen weiter so niedrig bleibt in Ihre Fähigkeiten fürs Kanzleramt? Ziehen Sie dann zurück? Nein, ich sehe das auch nicht. Das sind aber schon gewaltige Zahlen. Wissen Sie, ich habe schon so viele Umfragen erlebt. Man hat mir vorausgesagt, Frau Kraft, die beliebteste deutsche Politikerin, unschlagbar. Du liegst bei 26, die SPD bei 40. Es kommt anders. Und wie Umfragen schwanken, können wir gerade in den letzten Wochen bei vielen erleben. Man muss bei seiner Überzeugung bleiben, dafür werben. Es gab auch viele Umfragen, wie denn der Parteivorsitz bei der CDU ausgeht und wer der Hauptfavorit ist und eigentlich schon unschlagbar ist. Ich bleibe bei meinen Ideen, ich werbe für meine Ideen. Ich habe meine Vorstellung, wie das nach Angela Merkel weitergehen soll in Deutschland und Europa. Und dann sehen wir am Ende, wer sich da durchsetzt. Man darf nicht als Politiker dauernd auf Umfragen schielen und danach seinen Kurs abhängig machen. Da haben Sie recht, Politik zu machen und Vertrauen gewinnen ist auf jeden Fall viel besser. Wir wünschen eine glückliche Hand bei Letzterem. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank, Armin Laschet, dass Sie hier waren. Dankeschön.